Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem fünften gemeinsamen Somme-A-Termin. Heute setzen wir fort, wo wir letzte Woche aufgehört haben, beim Thema strategische Inszenierung, strategische Dramaturgie, Storytelling oder, wie man in Österreich auch gerne sagt, Geschichteldrucken. Tatsächlich, so unterschiedlich sind die Konzepte nicht. Es geht in erster Linie um das emotionale Involvement, um die Einbeziehung unseres limbischen Systems, unseres Gefühlszentrums, weil, wie soll ich sagen, ich habe es das letzte Mal schon erwähnt, wir alle neigen sehr, sehr dazu, uns für ausgesprochen rational entscheidende Wesen zu halten. In der Praxis sieht man aber, dass die Informationen, die bei uns hängen bleiben, und das betrifft jetzt eben keineswegs nur den privaten oder persönlichen Bereich, sondern alles, was wir rund um uns so an Kommunikation aufnehmen und mitkriegen, das, was bei uns hängen bleibt, das, was Eindruck hinterlässt, sind nie die Dinge, die nur das reine, ja, ich sage mal, Faktenwissen ansprechen, sondern immer die, die unsere Emotionen involvieren. Natürlich gibt es da sehr enge Verbindungen und ich sage mal, eine Zahl für sich, vielleicht kennen Sie das in Wien am Karlsplatz in der U-Bahn-Station, da gibt es eine Passage, ich weiß nicht genau, welche Richtung das ist, ein längerer Gang auf jeden Fall, und da sind mehrere Displays montiert, auf denen aktuelle Zahlen angezeigt werden. Da war so etwas wie, ich weiß nicht, so und so viele Schnitzel wurden in Wien gegessen seit XY und so weiter. Das sind jetzt an sich natürlich nur mal Zahlen, aber durch die Quantifizierung ergibt sich da natürlich auch sofort ein emotionaler Bezug. Storytelling steckt in den meisten, ja, in den meisten Aussagen, in den meisten Kommunikationsformen drin, ob freiwillig oder unfreiwillig. Dieses Tool gezielt einzusetzen, ist einer der wichtigsten Schlüssel zu Social Media überhaupt. Dazu also heute der zweite Teil und vorher, schon angesprochen, ich wollte es gerade erwähnen, Dankeschön. Die Aufzeichnung von letzter Woche habe ich noch nicht hochgeladen, weil ich die Woche so viele Workshops hatte. Ich mache das dann gemeinsam mit der gleich im Anschluss an die Vorlesung, wird aber in Kürze zur Verfügung stehen. Außerdem an dieser Stelle, ich habe mich sehr gefreut, liebe Grüße an Flo315, ein fachfremder Student hat auf YouTube kommentiert, dass er sich jede Woche die Vorlesung anschaut. Das freut mich natürlich sehr, das ist auch der Grund, warum ich es öffentlich auf YouTube stelle. Wenn wir schon ein Covid- bzw. ein Corona-Semester verbringen müssen und uns nicht face-to-face sehen und die Videos machen, dann ja, stelle ich das natürlich gerne der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung. Ist ja nebenbei bemerkt auch so, dass Vorlesungen an Universitäten nach dem österreichischen Universitätsgesetz sowieso öffentlich sind. Einzige Sache ist halt, dass die nach Maßgabe der Platzzahl. Also das ist eigentlich alles. Insofern, ja, spread the knowledge über Storytelling, dann sehen wir vielleicht auch alle etwas spannendere Inhalte oder Inhalte, die uns mehr ansprechen. Ich habe das letzte Mal die Beispiele erwähnt, ganz zum Schluss kurz den Hammerclip von Hornbach, und ich habe über Blair's Chili gesprochen, über die Chili-Soßen, über den Tex-Mex-Koch, der sich selbstständig gemacht hat und dem das Internet dann sozusagen passiert ist, wenn Sie so wollen. Und ich habe Ihnen das Video von WestJet, dieses WestJet Miracle, wo eben die Flugpassagiere unerwarteterweise ihre Geschenke bekommen, vorgespielt. Kurz zum Einstieg, bevor wir uns das Ganze nochmal systematisch anschauen, möchte ich Ihnen ein kurzes Video zeigen. Das dauert 3 Minuten und nennt sich Storytelling in 3 Minuten erklärt. Ich spiele das einfach mal kommentarlos ab. Storytelling. In diesem kurzen Video stecken sehr viele ganz wesentliche Elemente drin. Zum einen, wie gesagt, Sie haben in der Regel einen Protagonisten, der Identifikationsfläche bietet. Das muss nicht unbedingt ein Mensch sein. Denken wir an die Pixar-Produktionen. In der klassischen Story, und das wird ganz am Beginn des Videos angesprochen, ich glaube, es ist eine Art Naturgesetz, dass in jedem Buch über Storytelling einer der ersten Sätze schon immer haben sich Menschen Geschichten erzählt oder so ähnlich lauten muss. Aber tatsächlich, wenn man in die frühe Menschheitsgeschichte schaut, da gibt es relativ wenig Aufzeichnungen. Die hatten noch Digicams mit ziemlich schlechter Auflösung. Höhlenmalereien stellen Szenenabläufe, Szenenabfolgen dar.
Es gab wohl Kommunikation und Geschichten ums Lagerfeuer. Die ältesten erhaltenen Belege sind, wenn Sie so wollen, die großen Mythen der Menschheit. Die gibt es in jedem Teil der Erde. Diese Mythen, meistens auch mit einem starken religiösen Aspekt verbunden natürlich, stellen sehr häufig einen Helden oder Protagonisten in den Vordergrund und beschreiben dann dessen Heldenreise. Das ist einerseits, wie gesagt, im religiösen Kontext ein sehr gängiges Verfahren und dann natürlich in den klassischen griechischen Tragödien und Komödien, es ist sowohl der Blueprint oder die Grundlage für unser Storytelling, alles bis ins kleinste Detail durchexerziert, wenn man sich die großen Literaten der Menschheitsgeschichte anschaut. Shakespeare war selbstverständlich ein ganz exzellenter Storyteller, der genau wusste, wie man die Gefühle des Publikums anspricht. Diese grundlegenden Mechanismen, die haben sich sehr wenig verändert in den letzten paar tausend Jahren, im Gegensatz zu den Medientechnologien, die wir benutzen. Warum haben sich die so wenig verändert? Man möchte meinen, dass Rumsitzen um ein Lagerfeuer und das Scrollen durch den Twitter-Feed sind zwei sehr unterschiedliche Verhaltensweisen. Sagen wir mal so, die evolutionäre Geschwindigkeit der Weiterentwicklung unseres Gehirns ist wesentlich langsamer als die Weiterentwicklung der Technologie. Das bedeutet, und das sehen Sie in ganz vielen Bereichen, wenn man sich etwas genauer mit Themen wie Wahrnehmung auseinandersetzt, dass sehr viele Parameter unserer Wahrnehmung, unserer Informationsverarbeitung unseres Gehirns aus evolutionären Notwendigkeiten entstanden sind, die mittlerweile, ich sage mal, vielleicht nicht so angebracht sind, wie sie es früher immer unbedingt waren. Aber dennoch, da gehören viele Dinge dazu. Zum Beispiel, dass ein großer Teil unseres visuellen Wahrnehmungssystems, unserer Grafik-CPU sozusagen, auf die Gesichtserkennung ausgelegt ist, dass wir einen ganz simpel gesagt, wenn Sie in einen Raum reingehen und da stehen mehrere Dinge rum und da steht ein Mensch dort, dann wird Ihr Blick automatisch zuerst zum Gesicht wandern. Das war für uns sehr wichtig. Fight and Flight Reflex und all dies. Die Art und Weise, wie wir Informationen verarbeiten und wie wir Informationen prozessieren, die hat sich recht wenig verändert. Der Input hat sich viel stärker verändert. Man spricht ja oft auch von der Aufklärung als vom Zeitalter der Rationalität, als ja, eben die Religionen, könnte man sagen, ihre diskursive Vormachtstellung gegenüber der Wissenschaft verloren haben. Die Art und Weise, wie wir Informationen bewerten und wahrnehmen, die hat sich in keinster Weise im selben Maß verändert. Das heißt, diese klassischen Strukturen, diese Identifikationsflächen sind relativ gleich geblieben. Und bei gutem Storytelling ist das durchwegs auch sehr körperlich spürbar. Das kennen Sie vielleicht, die Bekannte oder der Bekannte, der, wie man bei uns so sagt, nahe am Wasser gebaut ist, bei einem traurigen Kinofilm mal zu heulen beginnt oder man spürt das direkt im Bauch, wenn einen etwas anspricht. Das sind diese, ja, das ist, wenn Sie so wollen, die emotionale Informationsverarbeitung unseres Körpers. Einfach nur zu beschreiben oder zu erzählen, was jemand tut, ist natürlich zu wenig. Der Spannungsbogen ist ein ganz, ganz zentrales Element. Und um einen solchen Spannungsbogen zu erzeugen, ist es in der Regel notwendig, dass der Held unserer Geschichte auf ein Problem stößt und auf irgendeinen Widerstand trifft. Diese Struktur, die finden Sie in fast allen klassischen Märchen. Gebrüder Grimm sind da eine reiche Fundgrube dafür. Wenn Sie sich überlegen, ganz viele Märchen basieren in der Form, der arme Müllersbursche / Prinz / irgendjemand ist zu Hause, Situation normal, und dann passiert irgendetwas, entweder der Vater stirbt und sie haben zu wenig zu essen und die drei Brüder müssen dann ausziehen, um ihr Glück in der Welt zu finden, oder die Prinzessin wird geraubt und der Prinz muss sie zurückholen. Es tritt ihr eine unangenehme Situation auf, die gelöst werden muss. Um diese Situation zu lösen, begibt sich der Held auf die sogenannte Heldenreise. Diese Heldenreise darf in der Regel nicht so aussehen, dass er aus dem Haus rausspaziert, in das Schloss des bösen Drachens geht, sein Schwert zieht, den mit einem Stich niedersticht und die Prinzessin wieder wohlbehalten nach Hause bringt. Das wäre fad, da müssen unerwartete Situationen dazwischen liegen, und ganz klassisch im Märchen, eine ganz klassische Dramaturgie ist, dass der Held im Lauf seiner Reise einen Enabler trifft. Bei den Grimmschen Märchen ist das oft ein das kann in ganz unterschiedlicher Form auftreten. Das kann
eine hilfreiche Fee sein. Oft ist es dann auch so, dass quasi durch positive Charaktereigenschaften des Helden, der rettet zum Beispiel irgendeinen Hasen aus einer Falle und dann stellt sich raus, dieser Hase war eigentlich eine verzauberte Fee und der erfüllt dem Helden unserer Geschichte dann drei Wünsche oder gibt ihm irgendwelche Tools mit, goldene Haselnüsse, die er dann später braucht, um seine Aufgabe lösen zu können. Es darf also nicht so einfach sein. Man könnte sagen, der Held der Geschichte muss durchaus ein wenig gebeutelt werden. Der Prototyp dieses Helden in Nöten ist wohl Odysseus. Nicht umsonst ist auch sein Irrweg nach dem Trojanischen Krieg nach Hause als Odyssee in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen. Müssen Sie sich mal vorstellen, Sie liegen da 20 Jahre vor Troja, 10 oder 10 Jahre. Wie lange hat der Trojanische Krieg gedauert? Wer ist hier umfassend humanistisch gebildet? Sie liegen viele, viele Jahre vor Troja, nichts geht weiter, die Stadt ist gut befestigt, die Armee ist davor und dann fällt ihnen ein, wir bauen dieses hölzerne Pferd, der Trojanische Krieg ist zu Ende und endlich wieder nach Hause zu Frau, Hund und Kindern. Die Armee zieht ab, aber Odysseus wird getrennt mit seinem Schiff und weiß nicht, dass ihm eine mehrjährige wilde Odyssee bevorsteht, unter anderem die Durchfahrt zwischen Skylla und Charybdis, dann gibt es noch die Prophezeiung, dass es seinen Männern auf der Rückfahrt, dass sie so sehr Hunger leiden werden, dass sie ihr Besteck, ihre Teller aufessen werden, was allen ziemliche Sorge bereitet. Andererseits, die Götter sind Odysseus gut gesonnen und Prophezeiungen müssen aber selbstverständlich erfüllt werden. Die landen dann irgendwann auf einer recht kargen Insel und dort ist es üblich, das Essen auf hartgebackenem Brot zu servieren, und die sind alle sehr hungrig, also essen sie das Brot mit, so erfüllt sich dann die Prophezeiung. Nebenbei bemerkt die erste Pizza, hier beschrieben in der Odyssee. Und es dauert dann wirklich, wirklich lange, bis Odysseus nach Hause kommt. Und dann kommt er nach Hause, aber dann ist noch immer nichts mit Frau, Hund und Kindern, denn stellen Sie sich mal vor, jemand kommt aus dem Krieg zurück, aus dem Trojanischen Krieg, sollte eigentlich sicherlich, Verkehrsmittel waren langsamer damals, aber nach ein paar Wochen sollte der zu Hause sein, aber nach Jahren ist der noch immer nicht da. Natürlich gehen sie davon aus, dass der verstorben, verschollen, was auch immer ist. Und seine Frau hat einen anderen Mann, nicht unbedingt, also mehr oder weniger gegen ihren Willen. War schwierig damals zu der Zeit, als Frau allein ein größeres Anwesen zu führen, offenbar. Und Odysseus muss sich verkleidet in Lumpen in sein eigenes Haus einschleichen und der Einzige, der ihn erkennt, ist übrigens der Hund dann. Und nach einigen weiteren Irrungen und Problemen bekommt er dann endlich seinen Preis, unter Anführungszeichen. Er bekommt sein Haus wieder zurück, seine Frau, Hund und die Kinder und lebt dann hoffentlich glücklich immer da. Wir würden uns nicht über die Odyssee unterhalten, wenn Odysseus einfach sein Schiff bestiegen hätte, direkt nach Hause gefahren wäre an seiner Frau. Ja, wir würden immer noch die Geschichte vom Trojanischen Pferd natürlich kennen. Das ist Storytelling, das ist die Heldenreise. Was hat nun so ein historischer Mythos mit Social-Media-Kommunikation, mit Online-Kommunikation zu tun? Sie wissen, in der Regel wird ein Status-Update eine beträchtlich kürzere Länge haben als eine Odyssee oder ein anderer griechischer Mythos. Dieser Topos der Heldenreise steckt sehr, sehr oft in der Kommunikation drin. Und Sie finden auch auf meinem Blog umfangreiches Literaturverzeichnis zum Thema Storytelling. Umfangreich ist überschaubar. Es gibt ungefähr 5-6 aktuelle Bücher auf Deutsch zu dem Thema. Wenn Sie sich die Literatur über Storytelling anschauen, dann wird auch fast immer diese Heldenreise eben beschrieben. Und es gibt dabei jetzt nicht unbedingt eine Standardkonfiguration, das kann man natürlich in sehr vielen Variationen verwenden. Und wenn man dieses Tool in der Kommunikation einsetzt, dann ist natürlich auch die Frage, wer ist eigentlich der Held? Ist man das selber als Unternehmen? Ist das der Kunde? Ist man als Unternehmen der Enabler, der dem Kunden diese goldenen Haselnüsse gibt? Das bietet sehr viel Spielraum und eines brauchen Sie auch nicht glauben, die Möglichkeiten des Einsatzes von Storytelling haben grundsätzlich nichts mit der Länge des Inhalts zu tun. Storytelling funktioniert auch in Kleinanzeigen sehr gut. Ich habe als nächstes Beispiel für Sie, viele von Ihnen werden das kennen, vermute ich mal, einen Clip aus dem Blendtec-Channel, später gleich was dazu, aber weil es so gut zu unserem Thema passt, vielleicht
Kennen Sie Modern Family, eine amerikanische Sitcom? Da ist jetzt vor, glaube ich, voriges Jahr ist die letzte oder Anfang des Jahres die letzte Staffel, die 10. gelaufen. Und in der 12. oder 13. Folge gibt es einen Plot, der perfekt zu Storytelling passt. Und zwar, es ist Halloween und der Sohn soll eben verkleidet werden und der Hauptdarsteller, der ehemalige El Bundy, hat in seiner Familie einen Kriegshelden und erzählt immer eben von dessen Heldentaten und möchte dann auch, dass sein Sohn entsprechend als dieser ja, amerikanische Kriegsheld, so im Prepper-Stil mit dem Biberschwanz am Hut drauf verkleidet wird. Und seine Frau, Gloria, Kolumbianerin aus Südamerika, hat ebenfalls einen Held in der Familie und der hat eben im Krieg gegen die Amerikaner gekämpft und sie möchte, dass der Sohn sich als dieser Held verkleidet. Das passt beiden nicht und sie beginnen dann zu recherchieren und es stellt sich raus, dass Chase, wie war das nochmal, Glorias Familienheld ein Heiratsschwindler war, der reiche Witwen geheiratet und abgezockt hat in mehreren Städten und Chase, berühmter Verwandter, was war, der hat, genau, der war ein Deserteur im Krieg und hat sich auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert in seiner Biografie. Und ich finde das deshalb so spannend, weil natürlich das Aufladen oder das Stilisieren einer Person zu einer Heldenfigur, da stecken genau diese ganzen Elemente drin, die Storytelling ausmachen. Ich musste auch, einer der schönsten Momente, ich kannte damals den Begriff Storytelling noch gar nicht, war ich so 20 oder 21 und Sting, der britische Musiker, spielte ein Open-Air-Konzert in Lienz, ich komme aus Osttirol ursprünglich, ich war gerade im Sommer dort und muss zugeben, ich bin kein übermäßig großer Sting-Fan, aber nachdem die Auswahl an Open-Air-Konzerten nicht so groß ist, schaut man sich das natürlich an und Sie wissen vielleicht, Sting ist sehr engagiert in diversen humanitären Projekten, eher so die Bono-Liga als der böse Gangster-Rapper. Und am nächsten Tag, als das Konzert vorbei war, fuhr Sting dann wieder, ich nehme an, zum Flughafen nach Klagenfurt oder so. Und es gab dann in der kleinen Zeitung einen Bericht, dass Sting am Weg eine Katze aus einem Brunnenschacht gerettet hat. Es wäre jetzt nicht weiter so bemerkenswert bei irgendjemandem anderen, aber bei einem Musiker, der sozusagen dieses Image als unter Anführungszeichen ja, moralische Instanz pflegt, natürlich ein kleines Element, das auch diese Gesamtpersonenstory unterstützt. In der Kommunikation bedeutet das natürlich auch, dass man sich überlegen kann, wie kann man bis zu einem gewissen Grad dieses Bild, das die Öffentlichkeit vom Unternehmen, von der Marke, vom Produkt haben sollte, durch mehrere Stories unterstützen. Das heißt, das wird auch nicht eine einzelne Geschichte sein, es ist vielleicht eine Geschichte, die man in Variationen erzählt. Und da wiederum passt dieser Blenddeck-Channel sehr gut dazu. Ah, ich sehe gerade, die haben den wieder reaktiviert. Es gab ein neues Video vor 2 Wochen, seit, glaube ich, 6 Jahren das erste. Worum geht es bei Blenddeck? Blenddeck ist ein amerikanischer Hersteller von Standmixern. Wenn Sie mal in irgendeiner Juice Bar einen Smoothie getrunken haben, ist die Chance recht hoch, dass der dort steht. Die Geräte sind ziemlich teuer und zeichnen sich dadurch aus, dass sie im Zweifelsfall auch 24 Stunden in Betrieb sein können. Also ich zu Hause auch einen durchaus hochpreisigen Markenmixer hinstellen und können Sie Ihre Smoothies machen, aber wenn Sie ein Lokal damit betreiben wollen und der rennt längere Zeit, dann wird der Motor irgendwann überhitzen. Das heißt, es ist bei vielen Geräten so, dass man sozusagen die professionelle Ausführung ist für den Dauerbetrieb ausgelegt. Jetzt ist es aber normalerweise weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber bei mir zu Hause, ich mache normalerweise nicht den ganzen Tag Smoothies, obwohl ich meinen Mixer fast täglich verwende. Das heißt, ich habe eigentlich keinen konkreten Grund, mir einen Blenddeck-Mixer zu kaufen. Das Unternehmen hat sich überlegt, die waren oder sind nach wie vor sehr gut aufgestellt, eben im professionellen Bereich. McDonald's unter anderem verwendet komplett die Blenddeck-Mixer in den Kaffeehäusern. Also die verkaufen schon ordentliche Mengen. Aber haben sich überlegt, wie können wir diese Geräte für Privathaushalte interessant machen. Und ein Teil dieser Kampagne war der YouTube-Channel Will It Blend. Und auch hier, bevor ich Ihnen noch ein wenig erzähle vom Konzept, spiele ich Ihnen einfach mal eines der Top-10-Videos vor. Was man zu diesem Clip noch dazu sagen muss, der stammt vom 10. Juli 2007.
Das war der Tag, an dem dieses iPhone-Modell veröffentlicht wurde. Und Sie wissen ja, damals waren die Schlangen bei neuen Modellen vor den iPhone-Stores noch um einiges länger. Und wenn ich, er redet definitiv ein bisschen so wie Trump. Das gehört auch, das ist alles sehr, sehr sorgfältig konzipiert bei der Rolle. Beziehungsweise der Stil, den er da hat, das ist, anders begonnen. Das Unternehmen hat ja auch das Glück, dass das kein Schauspieler ist, sondern der tatsächlich im Marketing tätig war dort, ist ein Unternehmensmitarbeiter und Sie kennen ja alle die Dr. Best Fernsehwerbung. Es ist natürlich eine gängige Strategie, sozusagen sich den Nimbus der Wissenschaft zu verleihen. Ich versichere Ihnen, es gibt keine Dr. Best Forschungslabors, in denen ein weißhaariger Zahnarzt täglich 8 Stunden lang unterschiedliche Bürsten testet. Genau dieses Labor-Setup verwenden die hier auch. Der weiße Kittel suggeriert eine gewisse Experimentalsituation. Das sind diese typischen Inferred Beliefs. Wir schließen aus dem Aussehen, aus bestimmten Gadgets, die jemand benutzt, auf seine Tätigkeit. Wir haben hier eine Art Studio aufgebaut und das Ganze wird präsentiert als ein Experiment. Wie gesagt, der Tag, an dem dieses iPhone veröffentlicht wurde, da haben nicht wenig Leute ihre, für mich vollkommen unverständlich, ihre Nächte und Tage vor dem Apple Store verbracht und dann sehen sie am nächsten Tag dieses Video, in dem dieses Gerät ja eben durch den Blender gejagt wird. Das ist kein Einzelvideo, sondern dieser Blendtec Channel. Das, wie gesagt, ist neu, die haben jetzt in längerer Zeit nichts mehr gemacht. Das sind, wenn man sich die Videos anschaut, ja, schon eine ganze Menge, wie Sie hier sehen. Die haben das über mehrere Jahre wirklich als Serie betrieben. Begonnen haben sie mit dem mit einem Video mit Marbles, also wie heißt das? Heißen Marbles auf Deutsch? Die Glaskugeln, mit denen Kinder spielen. Ich muss weniger englische Videos schauen. Und dann gab es da ja über 100 Videos. Das Format wurde im Laufe der Zeit so ausgebaut, dass sie dann auch die entweder Geräte, recht exklusive Geräte genommen haben, den Apple Gag haben sie dann beibehalten. Bei jedem neuen Gerät, da wurde dann auch ein iPad in den Mixer geworfen. Sie haben auch bei den Zusehern danach gefragt, was man denn da reintun sollte. Da kam unter anderem als Vorschlag ein Säckchen mit recht massiven Stahlschrauben und Muttern. Jetzt ist es eben so, dass diese Geräte nicht nur für den Dauerbetrieb ausgelegt sind, sondern auch sehr starke Motoren haben, recht widerstandsfähige Messer und ein Glasbehälter, so eine Art Panzerglas, wie man es aus Limousinen von Politikern kennt. Das heißt, das funktioniert auch, wie Sie hier sehen, dass man Metalle mehr oder weniger pulverisieren kann. Sinnvoll ist das nicht unbedingt, aber es soll natürlich demonstrieren, wie robust diese Geräte gebaut sind. Ist natürlich recht witzig anzusehen, aus mehreren Gründen. Zum einen wird hier eine Erwartungshaltung durchbrochen. Geht nicht davon aus, dass ein Mixer so etwas tut. Die Top-Videos von Ihnen hatten zu der Zeit, dass die gepostet wurden, so zwischen 10 und 20 Millionen Views. Aber das Interessante, was tatsächlich hinter der Kampagne steht, man schafft eine emotionale Bindung zu dem Produkt. Und was mich wirklich überrascht hat, in meinem Bekanntenkreis, und ich koche sehr viel, die tun das nicht, besitzen mittlerweile 3 Leute solche Blendtec-Mixer. Das Faszinierende ist, ein Blendtec-Mixer kostet so ab 500, 600 Euro. Es gibt auch noch wesentlich teurere Modelle. Und es gibt, wie gesagt, außer man produziert den ganzen Tag pürierte Dinge zu Hause, keinen Grund, sich das hinzustellen. Wenn es aber gelingt, ein Produkt, und das war nur ein Bestandteil der Kampagne, ein Produkt emotional so stark aufzuladen, ein Bedürfnis zu wecken, dann führt das plötzlich dazu, dass Personen auch nicht mehr so sehr über den Preis nachdenken oder, wenn man so will, bis zu einem gewissen Grad ihre rationale Denkweise sogar über Bord werfen. Was ist zum Thema Storytelling? Überforderung mit PowerPoint. Was ist zum Thema Storytelling allgemein zu sagen? Ich möchte Ihnen da gern ein paar Anhaltspunkte geben. Im Endeffekt, das Wichtigste ist natürlich zu wissen, was das eigene Publikum interessiert, was da gut reingehen könnte. Das ist immer sehr abhängig vom Zielpublikum, aber es gibt durchaus ein paar Gemeinsamkeiten, die auf unterschiedliche Storytelling-Kampagnen zutreffen können. Ich habe hier, das habe ich von meiner
Gattin gestohlen aus ihrer Präsentation. Ich mag diese Grafik hier sehr gern. Marketing, da sagt er, I'm a great lover. Public Relations, trust me, he's a great lover. Also word of mouth. Advertising, I'm a great lover, I'm a great lover, I'm a great lover. Also sozusagen das Ganze einfach rausschreien. Und Branding, I understand, you're a great lover. Man hat es von anderswo gehört. Wir leben in einer Zeit, in der klassisches Marketing, klassische Werbung, also sich hinstellen und nur laut schreien, immer weniger funktioniert. Word of mouth, Empfehlung, Empfehlungsmarketing wird immer wichtiger. Und dazu ist es in erster Linie mal notwendig, dass die Personen, die ich erreichen möchte, sich meine Botschaft merken. Da gibt es ganz wirklich drastisch eindeutige Untersuchungen aus der Psychologie, welche Auswirkungen das auf unser Erinnerungsvermögen hat, wenn eine Botschaft mit emotionalen Komponenten versehen ist. Sie wissen ja, wir nehmen ständig sehr viele Informationen auf. Wir würden vermutlich recht schnell ziemlich lebensunfähig werden, wenn wir uns alles merken würden. Und es gibt Personen mit fotografischem Gedächtnis oder Personen mit sehr leistungsfähigem Gedächtnis, aber im Wesentlichen ist die Vergessensleistung, wie sie in der Psychologie bezeichnet wird, ein ganz wesentlicher Bestandteil. Wir müssen ständig entscheiden, welche Informationen sind relevant, welche möchte ich behalten. Manchmal muss man sich auch ganz schön zwingen, etwas zu behalten. Stichwort Lernen für eine Prüfung. Das sind dann auch sehr häufig die Informationen, wenn es reines Faktenwissen ist, die dann nach der Prüfung wieder ganz schnell in ein schwarzes Loch reinfallen. Die Art und Weise, wie Erinnerungen bei uns entstehen, ist die, dass sie in einem bestimmten Areal des Gehirns abgespeichert werden. Und die meisten Informationen, die uns erreichen, die werden auf diesem Weg schon lange vorher ausgeblendet. Ganz abstrakt gesagt, ohne jetzt in die Details des Aufbaus unseres Gehirns zu gehen, Informationen, die einen emotionalen Gehalt besitzen, werden mit viel höherer Wahrscheinlichkeit überhaupt erstmal bis zu den Regionen weitergeleitet, wo Erinnerungen gespeichert werden. Das heißt, es wird keine Empfehlungen geben und es wird niemand über mein Produkt oder meine Dienstleistungen sprechen, wenn sich die Leute nicht mal daran erinnern. Und ich habe auch lange für Red Bull und Swarovski gearbeitet. Das sind natürlich zwei Unternehmen, die in dieser Disziplin im Storytelling sehr, sehr gut sind. In dem kurzen 3-Minuten-Video wurde ja auch der Herr Baumgartner vorhin angesprochen. Eine kleine Red Bull macht natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen. Beim Storytelling, im Marketing, in Social Media geht es natürlich auch sehr stark um Authentizität. Da ist jetzt der Channel von der Blendtec Channel kein gutes Beispiel. Das ist natürlich nicht, also ist ein echter Mitarbeiter, aber die verwenden jetzt nicht die Methode der Authentizität, sondern die Überhöhung, diese künstliche Laborsituation. In vielen Fällen wirken natürlich authentische Stories auch sehr, sehr ansprechend. Ich habe es vorher bereits erwähnt, grundsätzlich ist die Technik oder das Verfahren Storytelling nicht auf bestimmte Medien beschränkt. Von Stellenanzeigen bis zu mehrstündigen Serien kann es eigentlich in jedem Kontext gelingen, wie gesagt, zuerst einmal die Aufmerksamkeit des Nutzers zu fesseln, oft auch seine Erwartungshaltung zu durchbrechen und dann eben Emotionen anzusprechen. Stories aktivieren im Gehirn wesentlich mehr Regionen als reine Fakteninformationen und sie erlauben es uns auch, Sachverhalte besser zu klassifizieren, einzuordnen, kurz gesagt, sie verleihen Bedeutung und Sinn. Was aber ganz entscheidend ist, und das habe ich vorher auch gemeint, dass man das in vielen Fällen wirklich körperlich spüren kann, sie binden den Zuseher und Leser viel mehr ein. Das ist auch wieder eine Sache, die stark mit dem Erinnerungsvermögen im Kontext steht. Je aktiver ich eingebunden bin, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir Informationen merke. Das wäre, wenn Sie so wollen, das Gegenteil von sich berieseln lassen, beim Rezipienten eine aktive emotionale Involviertheit erreichen zu können. Apple Watch haben sie auch geblendet. Murmeln, danke schön. Murmeln war das Wort, das mir nicht ein. Marvel sind Murmeln. Das klingt eh so ähnlich. Andere Sache, die dadurch auch passiert, es wird eine persönliche Verbindung zum Produkt oder zur Marke hergestellt. Und wenn es darum geht, dass man Personen zu etwas motiviert, denken Sie an NGOs, denken Sie an Kampagnen, wo Leute unterschreiben oder spenden sollen. Im Online-Bereich bezeichnen wir das als Conversion bzw. als Action und dieser Call to Action soll unsere Empfänger dazu bringen, das zu tun, was wir möchten und auch
die, ja, eben die Response-Rate lässt sich ganz, ganz wesentlich erhöhen, wenn es gelingt, Emotionen anzusprechen. Es gibt auch kaum irgendeine Marketing- oder Werbekampagne, die das nicht versucht. Manche machen es eben besser, andere schlechter. Ganz, ganz, ganz grob, Aufbau unseres Gehirns, das komplette Emotionssystem ist weitgehend abgebildet im limbischen System. Es ist ein Subsystem aus mehreren Gehirnteilen und was das Ganze auch noch etwas komplizierter macht. Das limbische System im Gehirn ist nicht allein für unsere Emotionszustände zuständig, sondern in Kombination mit unserem hormonellen System. Die beiden sind sozusagen auch in enger Verbindung. Also Stress entsteht nicht oder nicht nur als elektrischer Impuls im Gehirn oder Summe von elektrischen Impulsen, sondern führt dann auch zu Hormonausschüttung und umgekehrt. Aber nichtsdestotrotz, es geht eben darum, dass reine Fakteninformationen in diesem Bereich eigentlich kaum behandelt werden. Wichtig ist, wenn man sich jetzt überlegt, wie kann ich Storytelling für meine eigenen Zwecke, für mein eigenes Produkt einsetzen, verstehen die Personen, denen ich die Geschichte erzähle, überhaupt. Das ist, wie gesagt, das hat sehr viel mit dem Wissen über das Zielpublikum zu tun. Wenn ich für eine sehr spezifische Zielgruppe, die auch über das entsprechende Fachwissen verfügt, kann ich andere Stories verwenden als bei einem breiteren Publikum. Insider-Informationen, dazu ist es natürlich auch notwendig, die Zielgruppe sehr, sehr gut zu kennen. Zweiter wichtiger Punkt, passt das Ganze überhaupt zum Unternehmen? Unternehmen kommunizieren in unterschiedlichen Levels an Seriosität. Eine Bank oder ein Finanzinstitut kann natürlich Storytelling einsetzen, wird es aber auf eine andere Art und Weise tun, als beispielsweise ein Smoothie-Hersteller. Irgendwie begleiten uns die Smoothies heute. Ziel ist es immer, beim Publikum eine Aktivierung zu schaffen, die Leute emotional zu involvieren. Natürlich, auch schon mehrmals gefallen in der Vorlesung, wir sind sehr visuell kommunizierende, sehr visuell denkende Menschen. Grundsätzlich, ich habe vorher die Stellenanzeige erwähnt, denken Sie auch an die bereits erwähnten klassischen Mythen, funktioniert Storytelling natürlich auch über Text, gerade im Social-Media-Kontext, wo man es mit sehr, sehr kurzen Informationsparts und einem sehr schnellen Scannen von Informationen zu tun haben, da spielt natürlich in den meisten Fällen das visuelle Element auch eine ganz, ganz beträchtliche Rolle. Wie vorher gesagt, wir brauchen einmal grundsätzlich eine emotional bedeutende Ausgangssituation. Wenn die Ausgangssituation ist, der Held muss runtergehen zur Trafik, die Tageszeitung holen, ist ja ein bisschen fad. Da muss schon eine Prinzessin geraubt werden oder was anderes adäquat oder äquivalent Interessantes passieren. Eine sympathische Hauptfigur, sympathisch steht hier in Klammern, weil Storytelling natürlich auch sehr gut funktioniert, wenn so ein richtiger Ungustel im Zentrum der Geschichte steht. Das ist dann sozusagen die Anti-Identifikationsfigur. Und der Held muss auf seinem Weg zum Erfolg Konflikte und Hindernisse überwinden. Das ist natürlich auch ein Schlüsselpunkt der Geschichte, wo sehr oft der Service oder die Dienstleistung zumindest teilweise die Rolle eines solchen Tools übernehmen kann. Sehr wichtig beim Storytelling ist auch eine erkennbare Entwicklung des Protagonisten. Es gibt einen schönen Spruch, man kann nicht zweimal in denselben Fluss springen. In der angloamerikanischen Literatur gibt es dieses sehr, sehr wichtige und bedeutsame Genre Stories of Initiation, also diese Übergangsphase von der Jugend zum Erwachsenwerden, wo sehr viel passiert mit den Protagonisten. In jeder guten Geschichte ist es auch so, dass diese Heldenreise bzw. die Hindernisse, die unser Held dabei überwinden muss, natürlich auch wiederum mit ihm etwas machen, also ihn bzw. sie verändern. Auch wichtig in der Dramaturgie, kennt man aus jedem Hollywood-Film, ist der Höhepunkt bzw. ein Fazit, das man dann auch leicht anwenden kann. Übrigens, wenn Sie Filme mal ganz gezielt auf das anschauen, bei so gut wie allen Actionfilmen, ein ganz paradigmatisches Beispiel ist dann natürlich Die Hard. Bei Actionfilmen haben sie oft diesen Plot, dass der Held eine sehr schwierige Situation lösen muss. Die Hard ist da in jeder Hinsicht ein Extrembeispiel, weil sozusagen ein unbewaffneter Streifenpolizist gegen eine
mehrköpfige Bande perfekt ausgestatteter und vorbereiteter Terroristen. Das ist fast wie der arme Bauerssohn, der in den Märchen früher gegen eine ganze Armee ausziehen muss oder eine Prinzessin stellen, die von einem mächtigen Drachen bewacht wird. Wir wissen, es gelingt dem Bruce Willis. Sippo hat auch eine Menge bezahlt an Sponsoring für den Film und der Film hat ihn zu einem Superstar gemacht. Und natürlich, bei diesen Actionfilmen gibt es so mehrere Zwischenplots. Aber am Ende kommt es zum großen Finale. Das ist dann in der Regel auch genau der Punkt, wo eben der Widersacher, der Bösewicht, dingfest gemacht, getötet oder festgenommen wird. In klassischen Western ist das dann das Duell am Ende, da wird der Bösewicht in der Regel getötet und er nicht festgenommen. In diesem Moment, wenn der Film gut gemacht ist, sind wir in Suspense, in einem sehr spannungsgeladenen Zustand und dann kommt es irgendwie zu diesem Finale. Die Spannung ist weg und das hinterlässt uns in einem etwas unbefriedigten Zustand und um diese Spannung dann am Ende nochmal aufzulösen, enden alle diese Filme mit irgendeiner gagartigen, versöhnlichen Szene. Im Fall von ersten Die Hard ist es der Limousinenfahrer, mit dem sich Bruce Willis dann noch einmal unterhält, beziehungsweise der kurze Dialog mit seiner Frau. Schauen Sie das Ende von Actionfilmen, falls Sie Actionfilme ab und zu schauen, mal gezielt daraufhin an. Sie werden sehen, die enden nie sozusagen mit dem eigentlichen Finale, sondern da kommt danach immer eine Szene, die nur den Sinn hat, uns zu sehr emotional wieder zu entspannen. Suspense ist eine tolle Sache, aber das Gefühl, mit dem man aus einem Film oder aus einer Story rausgeht, ist insgesamt viel besser, wenn nach diesem Gipfel an Suspense auch wieder ein humoristisches Down folgt. Lego Movie ist ein sehr interessantes Beispiel für Storytelling. Diese Figuren sind ja relativ simpel und die schaffen es, obwohl die ganze Welt wirklich nur aus Lego Parts besteht, natürlich verwenden sie dazu auch die animierte Gesichtsmimik, ein sehr, sehr hohes Identifikationsportal zu schaffen. Harry Potter und Herr der Ringe, auch zwei kulturelle Artefakte, die Sie vermutlich kennen, sind auch sehr gute Beispiele natürlich dafür. Da steckt immer ein persönliches Bedürfnis des Helden drin. Bei Harry Potter, der ist auch ein wenig ein Getriebener. Genauso auch da, wenn man es genau drüber denkt, in Herr der Ringe sucht sich das der Frodo eigentlich nicht wirklich aus. Aber doch, er ist, wenn du an seinen Onkel denkst, der den Ring zuerst hat, dem ist immer irgendwie Fahrt im Auental und der will da raus, der hätte gerne ein etwas interessanteres Leben. In irgendeiner Art und Weise ist diese Komponente des Verlangens in der Regel auch immer vorhanden. Der Enabler hilft, kann man jetzt überlegen. Herr der Ringe ist doch eine sehr, sehr komplexe Geschichte. Auch in Harry Potter gibt es weit mehr als einen Enabler. Und dann ist es oft so, auch im Zuge dieser Dramaturgie, dass zuerst einmal ein Scheitern passiert. Das sieht man sehr schön an den Harry Potter Filmen, die ganzen Misserfolge. Ich glaube, die erste Szene, wo Harry zum ersten Mal Quidditch spielt, sehr, sehr paradigmatisch in der Hinsicht und auch sehr witzig anzuschauen. Und das führt dann zu einer Krise. Und diese Krise sorgt letztendlich dann auch für mehr Motivation. Diese Plots stecken in fast allen Filmen drin. In sehr hochwertigen Arthouse-Produktionen bis hin zu Martial-Arts-Blockbustern. Bloodsport, ein Film, der in der Hinsicht ein ganzes Genre begründet hat. Was ist da die tiefe Krise? Bei einem Kampfsportfilm kann man natürlich den Protagonisten nicht vor dem entscheidenden Turnierkampf zum Krüppel schlagen. Also muss Freund, Frau, Freundin, der muss irgendwas passieren. Im Fall von Bloodsport ist es eben dieser Rocker-Typ mit dem Bart, mit dem sich der Jean-Claude Van Damme anfreundet, der dann vom bösen Protagonisten auf die Matte geschickt wird oder ich glaube sogar im Krankenhaus landet und das ist dann die tiefe Krise, die Jean-Claude Van Damme letztendlich motiviert, dann Bolo Yeung auf die Nase zu geben. Ich glaube im richtigen Leben, wenn es kein Filmfight wäre, würde es genau andersrum ausgehen. Aber nichtsdestotrotz, der Spagat von Van Damme letztens auf den LKWs war schon sehr okay. Was zu Storytelling natürlich auch dazu kommt oder was oft drinnen steckt, ist ein gewisses Durchbrechen von Erwartungshaltung oder auch eine Inszenierung. Im politischen Bereich sehr, sehr beliebt sind strategische Inszenierungen von Privatheit, aber Beispiele dafür, der
vorige Präsident Obama hat sich immer sehr gerne mit seinem First Dog ablichten lassen. Auch die Michelle war mehrfach in populären Sitcoms zu Gast, unter anderem hier diese Szene aus Parks and Recreation, wo sie keine Gastrolle gespielt hat, sondern auch eben als Michelle Obama aufgetreten ist. iCarly, selbes Beispiel. Auch nicht die Obamas waren da nicht die einzigen, auch der I never had sex with that woman, Bill Clinton, hat immer sehr gerne seine Jazzkeller-Vergangenheit inszeniert. Etwas anders bei Wladimir Putin, auch sozusagen passend zu seinem Image. Dieses Bild ist ja damals ziemlich um die Welt gegangen. Der russische Präsident in seiner spärlichen Freizeit beim Fischen, nackten Oberkörper, sicherlich nicht zufällig so fotografiert worden in einer ja, leicht abgewandelten klassischen Triumphpose. Politiker und Pandas, Tiere, kleine Kinder sorgen für den Sympathiebonus. Gibt es auch in Österreich, schaut uns so aus, wenn die, oh Gott, das ist jetzt auch schon wieder 5 oder 6 Regierungen her, wenn österreichische Politiker ein Liederbuch herausbringen. Ich habe vorhin gesprochen von der klassischen Heldenreise. Es gibt unterschiedliche Plots. Man sieht es auch bei, ja genau, Inception ist ein klassisches Beispiel für einen Puzzle-Plot. Eine Geschichte, die sich nach und nach entwirrt. Es gibt auch viele moderne Regisseure, die Geschichten gerne von hinten erzählen. Ein anderes Beispiel wäre der Netzwerkplot. Der Meister dieses Genres, einer meiner persönlichen Lieblingsautoren, Philipp K. Dick. Auch wenn die Akteure scheinbar nichts miteinander zu tun haben, im Laufe der Zeit stellen sich dann die Verflechtungen raus. Tree of Life ist quasi furchtbar in die Hose gegangen, ein Versuch in die Richtung meiner Meinung nach. Der häufigste Plot ist aber dieser schon mehrfach angesprochene Triumphplot. Der kann, wenn man das Ganze ins Humoristische dreht, natürlich auch mit einem Anti-Helden sehr gut funktionieren. Ist auch etwas, das nebenbei in vielen Animationen und Zeichentrickfilmen verwendet wird. Sie müssen sich übrigens überlegen, für Pixar oder Pixar Studios, der erfolgreichste Produzent von Animationsfilmen, die sind selbstverständlich Meister des Storytelling, weil sie haben zwar heutzutage die Möglichkeit, auch befällte Tiere in sehr großem Detailreichtum zu animieren, was früher nicht so gut funktioniert hat, aber es sind letztendlich Zeichnungen oder Animationen. Sie haben keine echten Menschen und die Identifikation mit einem gezeichneten, animierten, erfundenen Wesen, speziell wenn es sich vielleicht sogar um ein Fabelwesen handelt oder um einen steinzeitlichen Säbelzahntiger oder so etwas, die zu erreichen, ist wesentlich schwieriger. Und da die Möglichkeiten einem zur Verfügung stehen, sind dann wirklich über die Geschichte, über das Verhalten dieser Person. Und natürlich, wenn Sie an die klassischen Pixar-Movies denken, es ist ja ganz egal, ob das jetzt Ice Age ist oder andere, ob es Tiere sind, Aliens, Monster, Spielzeugfiguren in Toy Story, die werden natürlich sehr vermenschlicht und durch diese emotionale Identifikation, die wiederum ausgelöst wird durch die Stories, nehmen wir sie dann auch erst als Personen wahr. Wir sind alle aufgewachsen, speziell als Kinder natürlich mit Zeichentrickfilmen, aber es ist nicht selbstverständlich, dass man sich emotional mit einer Zeichentrickfigur identifiziert. Wie konzipiert man eine solche Story? Man muss wirklich mal überlegen zuerst, und da ist sehr viel Brainstorming involviert, kann man das nutzen für die Unternehmensidentität? Wo kommen wir her? Diese Story steckt bei vielen Startups auch drin. Wie orientieren wir uns an den Kunden? Wie erging es unseren Kunden mit dem Produkt? Auch ganz, ganz entscheidende Story in ganz trivialer Form sozusagen, ohne jegliche Dramaturgie oder ohne jegliche Heldenreise dazwischen. Das kennen Sie von den billigen Abnehmanzeigen, wo man quasi zwei Personen nebeneinander sieht und sich dann fragt, ist das wirklich dieselbe Person? Wie gut ist der mit Photoshop? Vorher, nachher, das kann man natürlich auch wesentlich schöner ausbauen. Ein Plot, der auch bei The Biggest Loser natürlich dahinter steckt. Auch eine Möglichkeit, wo wollen wir hin? Aber wie gesagt, die gemeinsame Klammer dabei, eben immer Emotionen anzusprechen. Ich habe es vorhin bereits erwähnt, es ist nicht medientypenabhängig. Videos sind natürlich, was das Geschichtenerzählen betrifft, ein besonders geeignetes Format, weil man visuell sehr viel machen kann. Heißt aber nicht, dass nicht Präsentationen oder
Bookmarks, Beschreibungen von Seiten, Podcasts sowieso. Kurz gesagt, Storytelling kann überall drinstecken. Ich habe da jetzt noch ein sehr schönes Beispiel für Sie, das komplett ohne, wie soll man sagen, Inszenierung auskommt. Der Herr, den Sie da jetzt noch etwas abgedunkelt sehen, ist der Jack Ma. Wer weiß, wer Jack Ma ist? Ja, das vorher war iCarly, stimmt. Und Dutch Life 97, Dutch Life 97. Ja, selbstverständlich, Übungen können auch gerne auf Englisch geschrieben werden. Überhaupt kein Thema. Französisch wird schwieriger werden, das habe ich mal kurz in der Schule gehabt, aber ja, da müsst ihr dann Google Translate bemühen. Wer weiß, wer Jack Ma ist? Kennen natürlich alle Elon Musk, die Google-Gründer, Apple-Gründer und so weiter. Jack Ma ist auch einer der, ich glaube, mittlerweile reichsten Menschen der Welt und der Gründer von Alibaba. Ja, genau. Alibaba ist der mittlerweile weltweit größte B2B-Handelsplatz, hat begonnen in Asien. Wenn Sie so wollen, eine Art eBay für Unternehmen, wenn irgendwer, keine Ahnung, sehr billig LED-Taschenlampen verkauft, dann hat er vermutlich die auf Alibaba einkauft. Was Alibaba geschafft hat, ist, Sie wissen ja, und das haben wir auch bei Corona sehr deutlich gesehen, dass ein großer Teil an Produkten des täglichen Gebrauchs, aus dem technologischen Bereich, aber ja, eigentlich aus allen Bereichen, Kleidung und so weiter, in Asien hergestellt wird. Die Kosten für diese Produkte sind dort relativ gering. Unternehmen kaufen diese Produkte ein, schlagen Margen drauf und verkaufen sie dann außerhalb von Asien, ganz simpel gesagt. Es ist für den normalen Konsumenten eigentlich kaum möglich, da jetzt in China anzurufen und zu sagen, ich würde gern meine neue Regenjacke direkt bei euch bestellen. Beziehungsweise funktioniert es nur in sehr großen Mengen und nachdem das ein reiner B2B-Handel ist, muss man sich auch um Versand, Zoll und so weiter selber kümmern. Die Grundidee von Alibaba war, diese Märkte zugänglich zu machen. Und Alibaba war zuerst ein reiner, wie gesagt, B2B-Handelsplatz. Sie hätten dort ohne weiteres eine günstige LED-Taschenlampe kaufen können, allerdings nicht eine, sondern Mindestmengen lagen halt meistens so bei 10.000 Stück. Da kostet dann die LED-Lampe zwar nur 60 Cent, aber was macht man da mit den anderen 9.999? Ein paar Freunde finden und verschenken, schwierig. Jack Ma hat sich überlegt, wie kann man diese Märkte zugänglich machen und ist jetzt mit Alibaba auch als im persönlichen Bereich sehr erfolgreich unterwegs. Hier in diesem kurzen Interview sitzt er, was war das für Konferenz, World Economic Forum 2018, ich glaube, da war es in Davos noch, und Jack Ma spricht über sich, über Alibaba, über seine Biografie. Er verwendet dann nichts, keine Zettelchen, keine Folien, keine visuelle Unterstützung. Hören Sie sich mal an, wie er seinen Werbegang beschreibt und denken Sie dabei vor allem dran, was das denn mit Storytelling zu tun haben könnte. Jack Ma, entschuldige mich, 257, ich muss sagen, ich kenne Jack Ma gar nicht nahe genug, um irgendwie Aussagen drüber treffen zu wollen. Elon Musk ist natürlich auch absolut keine unumstrittene Figur. Er hat, glaube ich, damals ja auch sich sehr defätistisch über die Rettungstaucher in Frankreich geäußert. Egal, das ist gar nicht der Punkt. Man muss fairerweise sagen, Elon Musk hat Tesla gegründet und Jack Ma hat Alibaba gegründet. Die müssen sich keine Gedanken mehr über ihre Altersversorgung machen. Das ist eine Leistung, die man durchaus anerkennen kann. Aber der Grund, warum ich euch dieses Video vorspiele hier, es ist eine sehr, sehr spezifische Art, über sich selber zu sprechen. Und noch einmal, der Kontext war das Weltwirtschaftsforum in Davos. Wenn man sich andere Vorträge dort anschaut, die meisten Personen dort kommunizieren nicht sehr anekdotisch. Was der Jack Ma da macht bei seinem großen Auftritt, er erzählt eine Reihe von Anekdoten und die sind natürlich sehr überlegt ausgewählt, sehr mit Bedacht ausgewählt, weil die sind natürlich nicht dazu da, weil er diese Informationen weitergeben will, sondern die sollen ein bestimmtes Bild von ihm entwerfen. Und diese Geschichte am Anfang, wo er erzählt, dass er nicht in der Lage war, einen Job zu kriegen, er geht mit 6 Leuten irgendwo zur Polizei sich bewerben, 5 werden genommen, er geht mit seinem Bruder zum Hotel, um sich zu bewerben, sein Bruder wird genommen.
auf Englisch würde man sagen, caters to failure. Das spricht, das sind Erfahrungen, die wir alle schon mal gemacht haben. Ich denke, jeder von uns ist schon einmal für einen Job, den er haben wollte, abgelehnt worden, hat ein Praktikum nicht bekommen, was auch immer. Starkes Identifikationspotenzial und auch die anderen Dinge, die er erzählt, die spielen sich sehr, sehr stark auf der emotionalen Ebene ab. Wie gesagt, inhaltlich kann man jetzt über die Definition von Smart und Weiß und über die Rolle der KI natürlich streiten, dass im Real-Time-Trading kein Broker mit einem Computer mithalten kann, der weit über 100.000 Transaktionen pro Sekunde schafft, ist klar. Ist ja auch ein großes Thema momentan, welche Jobs in unserer, wie ändern sich Jobs in unserer Gesellschaft, welche fallen weg, welche neuen kommen dazu. Aber wie gesagt, ich finde es sehr spannend, die Art und Weise, wie Jack Ma eben hier über sich selber spricht. Und das ist ein Format, jemand sitzt auf einer Bühne, spricht über das Unternehmen, das er aufgebaut hat, sehr weit weg von einem überlegt gestalteten Videoclip, wo man eine Story eben bis ins kleinste Detail inszeniert. Das wäre, wenn man über die eigene Social-Media-Kommunikation nachdenkt, einer, wie gesagt, eines der stärksten Werkzeuge, einer der stärksten Ansatzpunkte, zu überlegen, sowohl in der längerfristigen Strategie, aber auch bei den einzelnen Postings, wie kann ich Storytelling-Elemente nutzen, wie kann ich für mehr Identifikation sorgen, wie kann ich Emotionen beim Rezipienten wecken. So viel für heute zum Thema Storytelling. Ja, wir nähern uns immer mehr den anfänglich versprochenen 45 Minuten an. Und damit danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.